Hallo, herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Unser SpongeBob, der ist auch wieder mit dabei. Natürlich. Ja, Standard, wa? Ja. Gehört einfach dazu. Das darf nicht fehlen. Wir müssen. Was ist denn da schon wieder los? Da sehe ich schon wieder hier. Ich habe gerade noch Pause. Ich gucke mir gerade meine Familienzelle an, die ich einfach mal komplett falsch gebaut habe. Da geht alles fliegen. Ja, hier, ich habe auch so Komisches gemacht. So Family-Zelle, ne? Ja, dann Habe habe ich ich. da nur eins, obwohl ich da 10 Betten drin habe. Ja, ich habe auch. Ich habe eine Zelle mit zwei Betten so und ein Babybett so. Aber anscheinend muss man das ja einzeln machen. Das ist scheiße. Ich mache einfach Cloning. Hoffentlich funktioniert das auch. Letztens hat es nämlich nicht funktioniert. Ja, war ja klar. Aber mir ist ja immer noch relativ ruhig, wa? Oh. Ups. Da habe ich jetzt. Weg, weg, weg. Was hast du angestellt? Weg. Ich habe irgendwas gemacht. Irgendwas habe ich gemacht. Egal, dann muss ich das anders machen. Dann muss ich bauen, tatsächlich. Was ein Scheiß. Das ist echt scheiße hier manchmal. Und jetzt brauchen die auch noch einen Zugang. Was wollen die denn mit dem Scheiß? Aber, ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber bei mir ist jetzt auch ruhig. Letztens war das ja ein bisschen. Eskaliert. Das war schon nicht mehr schön. Das war echt nicht mehr schön. Aber was will man machen, ne? Das ist wieder so eine Sache, da kann man einfach nichts gegen tun. Nee. Aber egal. Wo ist denn Thomas? Ich suche mich schon dabei. Scheiße. Wieso nennt man eine Frau Thomas? Musst du dein Kind hassen. Ja. Wie laut das ist, wenn die hier was bauen. Aber ich habe sowieso irgendwie das Gefühl, die hassen ihre Kinder, weil Ja. die sind im Knast. Das ist schon nicht mehr schön jetzt. Nee, definitiv nicht schön. Boah, ich baue gleich mal auf so eine Schule, so einen Schulraum, ne? Ah, gut, dass du das sagst, wegen Ausbildung, dann kannst du den Polizisten Taser geben. Muss ich machen. Ja, nicht nur das und Ja, ich wusste das nicht. ne? Nee. Ich habe schon einen Knast mit Taser-Polizisten. Nee, aber ich bin mal gespannt, ob die Frauen dann auch so bereitwillig in die Schule gehen wie die Männer. Nämlich gar nicht. Ah, das Problem habe ich auch. Ey, da meldet sich echt keiner freiwillig Nee, für. das meiste, was bei mir beliebt ist, ist Drogenberatung oder so. Ja, das ist nicht beliebt, das ist einfach alles so Junkies sind das. Vor allem, weißt du, so, wenn ich da so gucke, so Mütter mit ihrem Kind so und dann steht da so Drogen. So, Alter. Naja. Ah, was willst du machen, ne? Jetzt sind die selber schuld, alle. Jetzt sind die alle selber schuld. Ja, wer ficken will, muss freundlich sein. Ne, René? Ja. Ja. Meine Dusche sieht irgendwie. Aber endlich habe ich diese Abflussdinger da dran. Oh ja, letztens scheiße, ey. Die halbe Dusche und da. Ach Gott, ach Gott. Jetzt baue ich gerade hier diesen, diesen Puff da. Oh, da, da. Vier Todesfälle heute. Da geht direkt wieder die Party ab, ey. Wieder einer erschossen worden. Ja. Ist wieder so eine Sache. So, dann machen wir mal hier
Familienzelle habe ich zwei. Wo habe ich denn hier noch eine? Ach, bei mir zählt das als zwei. Oder ist das jetzt nur angrenzend? Warte mal. Ne, jetzt habe ich drei. Lol. Wo habe ich denn hier noch eine? Ne, ich habe nur eine. Aber zwei Betten drin, das zählt schon. Bei mir nicht. Bei mir schon. Warte mal. Ich mach mal hier wieder zwei Betten rein. Ja, lol. Ja, Gefängnistür ist ja schon drin. Fenster? Hast du den Fenster verpasst? Brauchst du nicht. Ja, ich hab der einen Zelle, habe ich ein Fenster verpasst. Dann mache ich bei der anderen auch ein Fenster rein. So. Die brauchen keine frische Luft. Ja. Doch. Ein bisschen schon. Aber manche haben das auch nicht verdient. Manche haben das echt nicht verdient. Ich habe jetzt endlich in der, wo ich offline ein bisschen gezockt habe, da mit dem Laden auf die Reihe gekriegt. Da stand dann immer angrenzend an Raum. Ich wusste nicht, was die damit meinen. Jetzt habe ich es hingekriegt. Okay. Ja, also der Laden ist schon cool, ey. Da habe ich auch einen gehabt. Habe ich auch einen, aber jetzt nicht hier halt so, ne? Aber der Raum ist schon cool, also der Laden. Das ist echt cool. Ich baue hier gleich auch wieder nochmal einen hin. Die sind jetzt alle essen. Ja, wie, echt wie manche aussehen, wa? Richtig krank. Ja, hier, die hat zum Beispiel eine Glatze und so ein komisches Tattoo in der Fresse. Lila Boya heißt sie. Weil ich auch gerne mache, so zwischendurch, ne? So Leute einfach mal so aus Spaß bestrafen. kommen die einfach so in Einzelhaft. Ne, dafür habe ich schon zu viel Stress. Aber irgendwie hat er hier jetzt. In dieser Kantine sind keine Häftlinge zugeteilt. Ah. Hä? Vor allen Dingen. Verstehe ich nicht. Haha. Lol. In den Raum kann ich keine Lampe einbauen. In den auch nicht. Ah, hier schon. Ah, muss ich das so machen. Tja. Wieso gehen die denn da essen? Oh. Ah, egal, verstehe ich nicht. Ah, kein Strom. Aber das ist manchmal echt schon ganz schön cool, was die hier so treiben. Ne? Aber bei mir ist immer noch ruhig. Bei mir nicht. Bei mir ging jetzt schon wieder direkt die Post ab. Was ist passiert? Ich habe doch schon wieder 4 Todesfälle. Ah ja. Aber komischerweise habe ich... Ach nee, das zählt noch zu dem einen Tag. Das ist noch Tag 9. Weil ich habe... Heute dann ein Todesfall jetzt gehabt in der Aufnahme. Weil ich habe nur noch von 30 habe ich nur noch 29. So. So. Gut. Dann kann ich ja jetzt Bäume. Oh, vor dem neuen Raum ist Blut. Ist bestimmt auch wieder jemand gestorben, ey. Ah, jetzt geht es wieder. Ja, wahrscheinlich. Hä, wie kommt da schon? Ja, perfekt. Und wo haben wir denn hier die Schule? Unterrichtsraum heißt das ja, glaube ich, nur, ne? Die haben hier kein Licht. Mühlraum, Werkstatt, Sicherheit, Gemeinschaftsraum. Ich sehe das einfach nicht, wa? Ich glaube, ich brauche mal eine Brille. Besucherraum. Ich hab
Partei. Unterrichtsraum, Postraum. Sag jetzt nicht, es gibt keinen. Hast du einen Schulraum? Wie meinst du? Unterrichtsraum? Ja. Wie heißt der so? Ja. Das Einzige, was ich habe, ist ein Raum für... Ah, ich weiß, warum du den noch nicht hast. Warum? Unterrichtsraum, hier ist er. Du musst halt erst freischalten, der ist noch gesperrt. Der ist vorletzte Reihe in der Mitte, gelb. Vorletzte Reihe? Ja. Unterrichtsraum steht Ach, da. Ach, den habe ich doch schon frei. Hoppala. Ey, ich sollte echt mal zum Optiker. Könnte helfen. Ja. Ja. Hier ist eigentlich relativ ruhig. Aber morgen kommen 21 neue Häftlinge. Ich bin, sag besser nichts. So, jetzt kommen die Schultische. Genauso wie, bei mir jetzt zum Beispiel Sicherheit in der Werkstatt und so, da hat keiner Bock drauf. Ja, ist auch so. Also, wenn du das nicht machst, dann kann man da nicht arbeiten. Ja, ich weiß. Ich voll scheiße. Ich mache immer nur einen Unterrichtsraum für die Polizisten. Damit die mit dem Taser umgehen können, weißt du? Ja. Nee, ich hoffe, dass ich mal hier jetzt welche kriege, die da Schule machen wollen. Nein. Weil bevor du, du kannst ja auch Ausbildung machen in diese 3 neue Todesfälle. Bei mir geht wieder die Post ab. 8 neue Todesfälle. Von 3 auf 8? Ja, jetzt auf 9. Hier werden laut Rohre verlegt, weißt du? Obwohl die da schlafen. Ja, bei mir sind sie jetzt wieder eine Dusche. Scheiße. In 45 Minuten kommen 10 neue Häftlinge. Ja, ich habe jetzt gleich 23 plus die 21, die jetzt noch kommen, habe ich fast 50. Ja. Ja, 44. Ja, ich erhöhe mal auch ein bisschen so. Manche machen richtig komische Geräusche, wa? Ja. Voll dumm. So Dinosaurier und sowas. Versorgung. So. Ja, bei mir sind sie noch am Duschen. So, jetzt habe ich neue Häftlinge. Was fehlt denn hier? Oh, ein Würfel wieder, weißt du? Ja, baut den noch eben schnell. Also mein Gefängnis ist schon wieder fast voll. Also an Gebäuden und sowas. Du baust die auch immer so überdimensional. Zur Vorbereitung für... Jetzt geht sowieso alles schief. Ja. Oh, was haben die denn da dabei? Alter, was die alles dabei haben. Mein Gott. Da wandern wandert die Hälfte erstmal wieder in die Einzelzellen. Ne, ich glaube, bei der Rezeption ist das egal. Da wird denen das einfach abgenommen. Ne, die werden bei mir direkt bestraft. Aber. Werde ich ja gleich sehen. Jetzt sind da 3, 4 in der Einzelzelle. Gucken, ob sich das gleich füllt. Bin mal gespannt. Mein Gott, wieso habe ich denn hier... Ah. Oh, wie lange das dauert, Ausbildung freizuschalten. Boah. Ich spule jetzt hier mal vor, das dauert sowieso ewig. Ja, wenn ich irgendwas baue oder so, mache ich auch... Ja, aber nicht tagsüber, das ist mir zu riskant. Nee. Dann geht sowieso alles schief. Mein Gott. Und da soll noch mal jemand sagen, Frauen sind sauberer als Männer, ey. Die machen hier die ganze Kantine siffig.
Mit ihren ganzen Supertripper und ihren Ape-Filmen, die Alter. alles so haben. Da, sag ich doch, die werden direkt bestraft. Die sind direkt in eine Einzelzelle gekommen. Direkt in eine Einzelzelle. Ich habe jetzt Sniper aufgestellt. Habe ich das schon? Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich denn nicht? Das ist ja eigentlich immer das Erste, was ich mache. Normalerweise schon, ja. Mal Haben wir die ja, Ausbildung jetzt ich habe frei? Snipers schon. Ne, 5 Stunden noch. Boah. Was habe ich denn? Was brauche ich denn noch? Wo ist denn Ausbildung noch mal? Ausbildung, meinst du bei dem Bürotyp? Unten, ganz unten. Ah, da habe ich schon frei. Ich nicht. Ja, ich denke immer, das ist nutzlos, macht sowieso keiner, aber für die Polizisten brauchst du das ja auch. Hier eine Kapelle ist auch ziemlich. Ah, ich muss die Bewährung, glaube ich, noch machen, wa? Mann, habe ich noch gar Ah, nicht gemacht. ich auch nicht. Und eine Kapelle auch noch Ich nicht. muss mir ein größeres Grundstück kaufen, Toll, Alter. alles überflutet hier. Was, wo soll ich erst zuerst? Soll ich mal auf der rechten Seite von der Straße das Ding kaufen? Meinst du, ach so, ja, da musst du gucken, ne? Dann können die, wenn die dann zum Beispiel dann rübergehen, dann sind die kurz frei auf der Straße, ne? Das geht, sonst würde man das ja nicht dahin machen. Und dann musst du gucken, dass die dann nicht abhauen. Nee, dann will ich Alter, hier ist mal. ein Aufstand. Also noch nicht, aber hier hüpft eine so dumm in der Dusche. Ich glaube, die hat keinen Bock. Wenn die so komisch hüpfen, Ich ey, dann kaufe mir ist das jetzt halt. immer kurz vor der Ich kaufe mir. Eskalation. Ja, Mann. Ich habe mir jetzt das untere Stück gekauft. Zieh ich Ja, erst. geht los, ich hör's. Boah, Headshot. So, jetzt krieg ich 22 neue Häftlinge. Ich bin jetzt inzwischen wieder auf die 40. Annabelle. Sie tot? Ja. Gott sei Dank. Sie soll mal Thomas töten. Alter, hier ist eine Penner. Aber Scheiße. wo ist Thomas? Ja, wo ist denn der Thomas? Such den Thomas. Warte, man kann doch irgendwo hier die Dings. Ich hab Thomas. Ah, doch, da ist Thomas. Na? So, jetzt gucke ich noch mal bei. Genau. Ja, drei. Nö. Boah, ey, erstmal Hä, voll den wieso hatte ich denn drei Headshot. Familienzellen? Ich habe doch hier vier Betten. Hier ist noch eine, die so komisch rumhüpft. Kann sein, dass die es auch gleich einen Headshot kriegt. Ja. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Ich mache jetzt erstmal wieder schnelle Geschwindigkeit. Sollen Damit ich meine die eine neuen Mauer. Gefangenen kommen? Damit ich die eine Mauer wieder ab. Die eine Mauerseite abreißen kann. Weil das muss sein. Die braucht mir einen Durchgang. Oder ich mache da einfach so ein Gefängnistor hin. Wäre auch eine Möglichkeit. So, da kommen sie. Seine Gefangenen. Die scheinen ganz nett zu sein. Ganz nette Menschen. Bis die Hunger haben. Raub 12 Jahre. Freiheitsberaubung 5 Jahre. Alter. Raub 12 Jahre. Schwerer Einbruch 14 Jahre. Autoentführung 9 Jahre. Oh Mann, ey. Die haben auch echt nichts zu tun, ey. Fahren unter Drogeneinfluss. Cool. Das ist nicht so cool. Mann. Ach ja. So. Die Mauer wird gerissen.
Reiß die Wände ein. Reiß die Wände ein. Ey, Dummer ist bei mir im Gefängnis. Hast du mir zugehört? Hä? Dummer ist bei mir im Gefängnis. Dummer. Dann müsstest du ja vielleicht auch noch Thomas kriegen. Meinst du? Vielleicht. Ein Todesfall. Boah, Totschlag, einmal 11 Jahre und nochmal Totschlag, 22 Jahre, dir 33 Jahre Gefängnis. Boah. Brandstiftung, 17 Jahre, als Frau, weißt du? Ja, Mann. Ah, hier, schwerer Einbruch und Raub, 25 Jahre mit Kind. Das läuft doch. Alles. Lol, die pennt mit Handschellen, Alter. Ne. Griffin! Alter, die Frau von Peter Griffin. Alter, was stöhnt die denn da so dämlich? Da kotzt irgendwo eine. Und die eine schnarcht. Haben wir jetzt endlich mal Ausbildung frei? Nein, haben wir noch nicht. Warte mal, ich musste nur noch einen wichtigen Raum machen. Ja, Bewährung und so. Habe ich schon jetzt. Ah, die Kapelle. Der ist ja eigentlich nicht wichtig, aber... Und dann noch direkt daneben angrenzend so ein Besucherraum. Ja. Ach, schon wieder Angriff auf Bullerei. Wo sind sie denn? Wo denn? Wo denn? Oh, keine Ahnung. Ja, der ist 7 Jahre, geht seine Mutter besuchen. Im Gefängnis. Ja, das ist doch schon mal ein Traumkindheit, wa? Hast du wie früher in der Grundschule so einen Stuhlkreis? Nach dem Wochenende? Und was habt ihr am Wochenende gemacht? Ich war im Gefängnis. Cool. Ey, was ich mal richtig dumm finde, ist, dass die ganzen Arbeiter so auf der Straße gammeln, wa? Ja, obwohl Mann. Genug zu arbeiten gibt. So, ich baue gerade meine Kapelle. Ach, und Exporte ist für Dingens. Wenn du tatsächlich mal welche hast, die arbeiten wollen, zum Beispiel die Tischlerlehre, dann bauen die da was, dann kannst du die Sachen verkaufen. Echt? Ja. LOL! In den Putzmittelschrank tue ich jetzt hier mit drin. So. So wird meine Kapelle aussehen. Ist sie nicht schön? Ist sie nicht schön? Ja. Ich wieder mit meiner Überdimensionalität, weißt du? Ja, das ist nicht gut, Alter. Dann, hast du das ganze Gefängnis voll und ja, du hast jetzt 3 Räume, weißt du? Bücherei, meinst du, die wird benutzt? Nee. Doch, doch. Ja. Da können die auch, ja, da können die auch arbeiten. Ich weiß. Hier der Unterrichtsraum. Den mache ich jetzt als erstes. Aha. Endlich frei hier. So. Zack, zack, baut mal schneller. Toll, hier ist jetzt bestimmt keine Wand mehr. Natürlich nicht. Nein, das geht glaube ich nicht. Ach, ist egal. Ne, keine Wand drin. Ah, muss ich eine Wand reinbauen. So. So, und dann hier noch eine Gefängnistür rein.
Und hier noch. Da kommen dann die Gefangenen rein. So. Räume. Besucherraum machen wir links. Und Bewährung machen wir rechts. Die Idioten haben den Müllsack zwischen die Gefängnistür gemacht. War jetzt geht die ganze Zeit so. Ah, jetzt geht's hinzu. Ja, ich schwör. Dumm. So, Bewährung, was braucht man denn da? Nur Besucherraum, wa? Besuchertisch. Schade. Drei Todesfälle. Oh. Wie die sich immer alle töten wollen. Dann werde ich ja hier auch nur zwei so Bänke hinkriegen. Obwohl, im Besucherraum kommt ja eh immer nur ein Typ, ein Gefängnistyp rein, ne? Ein Insasse. Im Besucherraum, ja. Ja. Ja, dann mach nur einen Tisch. Ne, Besucherraum kannst du mehrere machen. Ich habe da 8 Stück drin. Da kommen mehrere Familien gleichzeitig. Achso, dann habe ich jetzt 3 reingemacht, da drei. Lol. Was ist das für ein Geräusch? Hier läuft irgendwo ein Radio. Ah. Ah, das sind, glaube ich, die quatschen. Warte, so, meine Kapelle ist fertig. Ja, wie geht das hier mit der Kapelle? Du brauchst einfach nur eine Kapelle bauen. Ja, das ist mir schon klar. Ich habe die in Form von einem Kreuz gemacht. Oh, jo. Ich brauche demnächst ein neues Handy. Wenn das so weitergeht. Die Teppiche tue ich einfach zwischen den Sesseln, den Bänken. Ne, ich hatte das offline ein bisschen anders gemacht. Ich guck mal, ob das jetzt hier auch passt. Alter, den baue ich hier hin. Alter. Scheiße. Ist ja wieder scheiße geworden. Er passt nicht genau in die Mitte. Nein! Egal. Fuck. Ah, scheiß drauf. Ah, nee, so will ich das nicht. Dann kommen da keine Bänke. Dann kommen da... Wie lange dauert das denn hier, ey? Ich krieg das nicht hin. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, Alter. Ich krieg das einfach nicht hin. Obwohl, doch, ich mach das jetzt einfach so. Dann können da halt welche nichts sehen. Ich kann. Ja, cool. Was denn? Hi. Alter. Was ist denn hier los? Alter, was war das denn jetzt? Was denn? Was ist denn bei dir jetzt passiert? Ich hab die Wäscherei eingeteilt, ne, für Arbeit. Ja. Weil ich total vergessen hab. Und plötzlich boxen sich hier einfach 5 Frauen mit Polizisten. Alter, ich hab gedacht, da wird jemand irgendwie so... Weil das komische Geschrei war, da wird jemand irgendwie missbraucht. Scheiße. Alle verletzt. King auch, Alter. Obwohl die gar nicht der King ist. Die haben sich untereinander geboxt. Weil das Dingens ist, das sind ja die verschiedenen Gangs. Ja.
Alter, die haben auch sonst nichts zu tun, wa? Haben die auch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Schluss und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht. Ja, nee, auf jeden Fall. Ach, Oh, scheiße, wie was das scheiße. aussieht hier. Ja, jetzt hast du wenigstens mal Action gehabt. Nicht normal, ey. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss.